Im Moment wird in der Politik und von einzelnen Virologen Meinungsbilder vertreten, dass Isolation die einzig mögliche Variante ist, das ganze Virus in den Griff zu bekommen. Menschen dürfen sich nicht mehr treffen, sollen sich auf Distanz bewegen und sollen im Endeffekt ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Doch wie ist das bei Italien eigentlich gelaufen? In Italien hat man die höchste Sterberate schnellstmöglich gefunden überhaupt. Und hier hat man zunächst Schulen und Kindergärten geschlossen. Hier hat man dadurch hervorgerufen, dass die Älteren im Endeffekt sich um die Kinder kümmern mussten, weil diese Institutionen einfach zugemacht wurden. Macht das Sinn? Oder ist eine andere Situation vielleicht besser? Weil die gezielte Isolation bewirkt eine Sache. Wir müssen die Kurve runterfahren, um die Sterblichkeit runterzufahren. Das heißt, weniger Tote in jedem Land. Das ist auch nicht falsch. Das ist auch ganz, ganz richtig. Man macht im Endeffekt die Kurve flacher, aber die Zeit, wie lange der Virus uns beschäftigt, machen wir auch länger. Und jetzt ist die Frage, ist bei über 50%, manche sprechen sogar von 80-85% asymptomatischen Patienten, das heißt, die haben den Virus, aber denen macht das gar nichts, eine Verschleppung in dem Maße sinnvoll. Es gibt jetzt die These, die im Moment noch nicht so verbreitet wird, auch von Fachleuten, von Immunologen, die gezielt sagen, wenn wir jetzt die ganze Pandemie verschleppen, haben wir das große Problem, dass der Virus mutieren kann. Und er kann in zwei Richtungen mutieren. Er kann schwächer werden, dann ist alles richtig gewesen, oder er kann stärker werden. Und dann werden Gruppen wie Kinder, Schwangere oder Kleinkinder auf einmal wirklich nicht nur Träger des Viruses, sondern sie sind infiziert und werden auch richtig krank. Jetzt ist die Frage, die du dir beantworten solltest, ist jetzt die Zeit gekommen zu isolieren, wie die meisten es sagen? Oder ist eine gezielte Infektion von Leuten, die gesund sind, von Kindern und von Leuten, die auch sagen, hey, ich habe da wirklich keine Angst vor, nicht die viel intelligentere Variante, um die Kranken und Schwachen, die wirklich betroffen sind von diesem Virus, die sterben, die im Endeffekt ihre Lungen zugemacht bekommen, um die zu schützen und unser System, sei es Wirtschaft, sei es Medizin, wirklich jetzt gezielt mit denen durchzuimmunisieren, das heißt hier eine Herdenimmunität zu schaffen, das bedeutet Antikörper zu bilden in den Patienten, die noch überhaupt nicht irgendwelche Symptome oder ganz geringe Symptome haben. Das ist die Frage, die du dir beantworten solltest und die ich auch an die Politik stelle. Macht es Sinn, vielleicht über das defensive Verhalten, wir warten mal ab und vielleicht ist der Virus dann in ein paar Monaten nicht mehr so schlimm? Oder wir gehen jetzt gezielt auf die Leute zu, die sagen, okay, der Virus ist im Moment noch nicht so letal, er ist noch nicht mutiert, sodass er im Endeffekt uns eigentlich als gesunde Menschen gar nicht betrifft. Das ist jetzt die Frage, die ich dir stelle und ich würde gerne deine Meinung dazu wissen. Schreib mir in die Kommentare, wenn dir das Video gefallen hat, weil es mal komplett anders berichtet und die Wahrheit auf den Tisch packt, dann gib mir einen Daumen hoch und schenk mir auch gerne ein Abo. Also, bleib gesund, mach's gut, dein Frank.